Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dass der Klimawandel Fakt ist, glaube ich, brauchen wir uns nicht gegenseitig bestätigen. Wir merken das. Die Hitzetage haben sich verdreifacht. Die Temperaturen steigen. Wir stehen vor großen Herausforderungen, die auch eine Belastung für die Gesundheit der Menschen darstellen. Klimaschutz und Gesundheitsschutz gehören für mich ganz eng zusammen. Deswegen haben wir im Freistaat Bayern schon sehr früh auch versucht, Weichen zu stellen mit den Kommunen in Richtung Hitzeaktionspläne, mit einer eigenen Landesarbeitsgemeinschaft zum Thema Gesundheitsschutz im Klimawandel. Das sind Themen, denen wir uns annehmen müssen und da wir auch Lösungen gemeinsam suchen müssen. Zu diesem Themenbereich gehört natürlich das Thema der Energie dazu. Ein ganz zentrales Thema, ein Teil der vorherigen Debatte hat sich ja hier diesem Bereich gewidmet. Und wir wissen, dass wir in den Krankenhäusern explodierende Energiekosten haben, die Inflation steigt. Und die Gesundheitsministerinnen und Minister aller Länder haben vor kurzem den Bund auch aufgefordert, hier sehr schnell und unmittelbar Lösungen zu suchen für die Krankenhäuser, die sowieso in der Pandemie in einer unglaublich schwierigen Situation sind. Deswegen brauchen wir hier jetzt ein Entlastungspaket in dem Bereich Inflation, und zwar unbürokratisch und schnell. Wir brauchen aber auch ein Zukunftsentwurf. Wir haben ein Krankenhaus-Zukunftsgesetz gehabt zur Digitalisierung, das, glaube ich, wirklich wichtig und richtig war. Und wir müssen jetzt auch die Zukunft der Krankenhäuser im Klimaschutz gemeinsam nach vorne bringen. Und deswegen ist es tatsächlich zentral, dass wir mit einem neuen Programm die Nachhaltigkeit auch in diesem Bereich stützen. Die CO2-Emissionen eines Krankenhauses sind ungefähr 2,5-mal so hoch wie eines vergleichbaren modernen Bürogebäudes. Hoher Energieverbrauch. 24 Stunden, 7 Tage, Strom, Wärme, Kälte, Druckluft, alles Dinge, die die Krankenhäuser tatsächlich vor große Herausforderungen stellen. Und allein in den bayerischen Kliniken beträgt das CO2-Einsparpotenzial rund 1 Million Tonnen CO2 pro Jahr. Deswegen, Energieeffizienz bedeutet auch Kosteneffizienz. Nachhaltigkeit in diesem Bereich ist ein zentrales Thema. Und ich denke, wir brauchen hier einen großen Aufschlag, der vom Bund aus ausgehen sollte. Denn wir wissen, dass wir für die Investitionen in den Ländern zuständig sind, was die medizinische Versorgung angeht, aber eben bei dem anderen Bereich nicht. Und deswegen müssen wir hier den Bund auf die Spur bringen, auf den Weg bringen, Frau Staatssekretärin, mit einem großen, wuchtigen Programm auf 3 Jahre jeweils 500 Millionen, um die Krankenhäuser nachhaltig und klimagerecht nach vorne zu bringen. Das ist der Antrag, den wir heute mit einbringen wollen. Und für den bitten wir um Unterstützung. Parallel aber nochmal auch jetzt sehr schnell ein Entlastungsprogramm für die Krankenhäuser unter dem jetzigen Druck der steigenden Energiekosten und der hohen Inflation. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Holleczek.